Hallo und herzlich willkommen an dem Freunde hier zu einem weiteren Teil Transportfieber Projekte Minden im Schönbau. Ja, heute wollen wir eine weitere, unsere Linie erweitern. Bisher macht ja alles, was hier in unserem Container oder halt gesamt in unserem Güterbahnhof mit Betriebswerk für Intercity, Intercity 2 und den ICE. ICE 1 fehlt ja auch noch und ach Gottchen, wollen wir erstmal unsere Strecke hier hinten erweitern. Es geht ja hier hinten noch weiter Richtung, ja, einfach parallel vorbei. Hier wird dann abzweigen. Vielleicht nochmal einen Halt, weiß ich nicht. Einfach stumpf gerade rein hier hinten in unseren Schattenbahnhof. Den werden wir noch ein bisschen erweitern. Ich weiß ja nicht, ob ich die Bahn so weit rumlege, dass wir hier hinten noch mit drauf kommen. Sieht vielleicht auch nicht ganz schlecht aus. Wenn wir jetzt hier noch mit drauf gehen, wir sind ja hier zweispurig. Hier fahren zwei Züge, aber die Strecke ist einfach überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass wir hier noch weitere Züge draufpacken. Ich würde erstmal sehen, dass wir jetzt hier unsere Containerstrecke, das ist ja erstmal die hier, beziehungsweise die Güterstrecke. Ja, das ist eigentlich die Container. Nö, das sind die Güter. Kommen ja alles hier mit drauf. Also, es ist die gesamte Güterstrecke. Obwohl, alles, was von hier oben kommt, kommt hier, sehe ich gerade, gar nicht rüber. Machen wir mal nochmal vorsichtshalber so. So, und ab hier geht es jetzt ja weiter mit 160. Erstmal noch hier einigermaßen gerade gehen. So. Und da würde ich jetzt einfach auch ganz stumpf sagen, gehen wir einfach unsere Strecke gerade hier weiter. Ohne Oberleitung natürlich, wie ich gerade sehe. Was natürlich ziemlich dumm ist. Gehen wir mal auf Pause. Irgendwie habe ich sowieso das Problem, dass es gerade ein bisschen am Längen ist. Weiß nicht genau warum. So, Oberleitung geht weiter. Hier müssen wir natürlich jetzt mal gucken, dass wir hier ein vernünftiges... Oh, schon wieder Autosave. Autosave gerade ein bisschen nervig. Dass wir hier einen vernünftigen Brückenbauwerk hinkriegen. Wir haben ja hier diese tolle Mod. Wenn wir schon irgendwas finden, was hier so passt. Das sieht schon mal so schlecht aus. Und das jetzt im Voll. Jo. Nehmen wir das doch, wa? Würde ich auch sagen. Das passt ganz gut. Sind nicht zu steil. Doch, sind wir. Kann man noch ein bisschen länger ziehen. Das ist noch ein bisschen zu steil gewesen. Ah. Zack. Die Steinchen. Und das dann alles ein bisschen move aus. Ah ja, das sieht gut aus. So. Hier haben wir natürlich jetzt wieder diese Kuhle. Diese nervige Kuhle. Und kommen dann hier so hoch auf so einen hohen Bahndamm. Gefällt mir überhaupt nicht. Bleiben jetzt hier erstmal noch eben. Oh, shit. Shit. Bisschen weit ab. Ah. 160 sind wir hier trotzdem noch überall. Aber ich weiß, bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier nur eine Strecke die Güter machen oder nehmen jetzt eine Brücke nochmal für den anderen Kram setze. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich will noch überlegen. Bin jetzt ein Problem. Hallo? Kein Problem. Warum geht das nicht? Also manchmal 63? Warum ist da denn 63? Geht doch einfach nur geradeaus. Hä? Ja, also, ne, ihr kennt alle Transportfieber. Es hat so manchmal seine Tücken. So. Haben wir die Strecke hier schon mal gebaut? Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Personenstrecke? Wollen wir die hier nochmal wirklich vorbeigehen lassen?
Und dass wir dann doch hier hinten noch drauf gehen. Und zumindest in Bad Oeynhausen nochmal irgendwie so vorbeischauen. Wo das nicht viel Sinn macht, weil hier ist das Depot. Sagen wir, machen erstmal unsere Güterstrecke weiter. Wo ich natürlich auch ganz gern langsam mal den EC1 hier noch hätte fahren lassen möchte. Das passt. Ja. Mal wieder ein bisschen gucken. Mal nicht zu tief kommen. Aber so sieht es ganz gut aus. So. Wir können natürlich jetzt hier. Haben wir ja eh noch den Bahnhof. Also hier haben wir jetzt die Strecke. Die Frage, gehen wir hier hin und einfach mal so einen Bahnhof nochmal ransetzen. So eine Art Güterbahnhof. Aber wenn wir jetzt mit den ganzen Güterzügen hier noch mit drauf gehen, dann passt das mit dem Bahnhof hier nicht mehr. Aber was ich natürlich mal cool finde, ist, wenn man so durch die Stadt fährt, ne? Wir machen das so. Mit den Güterzügen. Wir müssen ja... Wir können uns natürlich auch noch einen anderen... anderes Depot hier unten reinsetzen, ne? Wir haben ja extra die Schattenbahnhof-Dinger. Machen wir das. Ich habe so ein paar Ideen. Wir könnten hier so ein Schattenbahnhof-Teil hinsetzen. Dann fährt man durch die Stadt durch. Da halten die dann nochmal an. Und dann verschwinden sie dann hier unten. Aber das ist auch blöd, weil es unterirdisch ist. So einen großen Endbahnhof, Güterbahnhof können wir nicht hinmachen. Obwohl hier in Bad Oeynhausen könnte man das vielleicht machen. Auf der Straßenseite hier. Warte mal, was haben wir denn für Kopfbahnhöfe im Güterbereich? Nichts Dolles. Wollen wir den hier nehmen? Anzahl der Gleise. Wir damit auf 4 gehen. Dann sind wir auf 320 Meter nur. Das ist echt nicht viel, ne? Kurz Gleise. Ja. Die Gleise. Jetzt haben wir nochmal 2 Durchgangsgleise. Wenn ich diese Hütte hier reinsetze, dann können einige Züge können dann einfach hier direkt in den Bahnhof anhalten. Und manche fahren noch weiter. Hinten weit hier einfach dann durch. Das ist doch eine gute Lösung, oder? Was haltet ihr davon? Aber dann drehen wir das Ding einmal um. Aber wenn, dann möchte ich halt auch gerne die mitnutzen. Wir müssen hier mal bei Oeynhausen gerade ein bisschen verkleinern. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Bin mal gespannt, ey. Bei Oeynhausen wird mal gerade downgegradet. Zack. Mit 4 Zügen, ey. Das ist natürlich auch schon eine Menge. Mit 3 hier? Nee, 4. Nee, 4. Jetzt haben wir auch die Halle nicht. Jetzt haben wir auch die Halle nicht. Und die Geschenkehalle geht dann natürlich auf die Seite. Können wir dann nochmal ein schönes Industrie-Gedöns bauen. Mit den Krähen hier ist ja auch ganz cool. Muss die Straße noch weg. Ja. Da kommen wir da vorne eigentlich gut rüber. So. Müssen wir die natürlich tiefer legen. Passt jetzt ja nicht mehr. So, die 2, die durchgehen, die anderen werden alle, hoffentlich passt das. Das wäre natürlich jetzt echt Deluxe. Wenn wir jetzt hier... Sieht gut aus. Ja. Wenn wir hier die Enddinger hinsetzen. So. So, und die 2 hier in der Mitte. Euch eine frohe Fahrt. Für euch geht's weiter... Mitten durch Bad Oeynhausen. Nur die Frage, wo kriege ich jetzt hier meinen Anschluss her?
Weil wir hier nach unten gehen. Ist mehr als doof. Müsste im Prinzip schon hier abgehen. Und versuchen, da hochzukommen. Wir das jetzt so bauen. Wie sieht das aus? Erstaunlicherweise gut. Erstaunlicherweise gut. Problem ist nur, ist hier mitten durch Bad Oeynhausen durch, ne? Ich sehe jetzt schon, das hier muss auch mal gerade alles weichen. Hier habe ich in einer der letzten Folgen mal ganz... Ist hier eine Bushaltestelle im Weg oder was? In einer der letzten Folgen habe ich mal gesagt, die Städte, die wachsen ja nach. Also von daher ist das ja alles nicht so dramatisch. Die Hauptkreuzung ist natürlich da auch noch an der blöden Stelle. Oh, ach komm, weg die Scheiße. Mal gucken, da werden wir uns gleich was anderes bauen. Hauptsache mitten durch die Stadt durch. Alter, scheiß die Wand dann. Ey, du. Du ahnst es nicht. So. Hübsch. Mal ruhig langziehen. So, sieht nicht ganz so beschissen aus. Irgendeine Linie hat auf jeden Fall was zu meckern. Ach, zum Glück nur eine Buslinie. So, die Bushaltestelle war irgendwo hier vorne, ne? Aha. Gut, alles klar, hat er wieder erkannt. So. Mitten durch die Stadt. Ah, Bad Oeynhausen, dann wächst gleich mal wieder schön zusammen. So. Heide Witzka. So. Kommen hier jetzt mal die deutschen Schranken hin. Überall auf jeden Fall. Ah, dass wir so viele haben. Ah. So. Gut, hier können wir auch Containerzüge hinschicken. Und auch andere Züge. So normale Bubis oder wie die heißen. Also auch die Güterwagen, die normalen. So, wir kommen hier über. Also das ist echt gut geworden. Wir haben nie wieder Probleme hier irgendwelchen Huckeln. Und die Auffahrt hier, die ist halt wichtig. Das ist hier schon mal scheiße mit dem der einen Oberleitung. Wenn ich jetzt allerdings hier fahren, die Züge durch. Güterzüge, von da hinten kommt nichts drauf. Wenn ich jetzt hier natürlich... Mal gucken, wo wir Signale stehen haben. Hier steht ein Signal. Wenn ich jetzt hier ein Signal hinsetze, ändert sich leider nichts mit der Oberleitung. All diese Pfosten... Das ist halt ein richtiger dober Pfosten, ne? So ein Vollpfosten ist das. Das gefällt mir nicht, aber das kriege ich jetzt auch so gar nicht weg. Das ist das Problem. Dem Gleis fahren die Schnellzüge durch. Güterzüge sind ja auf den inneren Gleisen. So, das heißt, die Schnellzüge hier haben jetzt hier... leider diese... Pfeiler draufstehen. Ich glaube auch nicht, wenn ich das jetzt hier mal gerade den Strom wegnehme. Wieder hinbaue. Die halt wieder da, ne? Setzt halt immer wieder dahin. Da muss ich dann steiler weggehen. Oder es erstmal so lassen. Da mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. So. Jetzt ist natürlich... Eins der Probleme, dass ich jetzt hier mal gerade was ändern muss. Ich habe extra, bin ich hier hinten irgendwo auf so einen Bahnhof gegangen, ne? Da können wir jetzt mal schön nach unten gehen.
So, den ganzen Kraladitsch mal wegmachen hier. Nee, war schon richtig. So. Mal so einigermaßen anebnen hier. Hier ist mit der Straße ein bisschen doof. So. Zack. Das ist natürlich die Strecke überhaupt nicht für ausgelegt. Jetzt nachher hier großartig Güterzüge zu nehmen. Mal gucken, wie ich das mit den Bahnhöfen da mache. So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier mit allem hier drauf komme. Hier. Hier seid ihr die Personenstrecke. Ihr sollt da ja auch ganz normal hier drauf. So. Mit euch beiden komme ich ganz normal hier hin. Und mit euch beiden scheine ich wohl so schon da drauf zu kommen. Perfekt. Hier machen wir eine Kreuzungsweiche hin. Perfekt. So, und hier kommen jetzt Ausfahrtssignale. Ich will die natürlich auch nicht so direkt da in die Strommasten setzen. Also ein bisschen weiter weg. Machen die vorderen hier nochmal weg. Zack, zack. So. Und dann kommen... Streckensignale. Da nochmal zwei hin. So, wir haben jetzt hier zwei Züge hier drauf fahren, ne? Dazu müssten wir jetzt eigentlich, dass die Taktung hier ein bisschen verkleinern, die Felder. Sonst haben wir hier nachher zu viele Züge. Hier oben geht es schön rüber. Und hier teilen wir uns jetzt wieder, müssen wir wieder abgehen. Wie könnten wir das hier hinten in der Kurve machen? Wenn wir hier zweigleisig weitergehen. Mal gucken. So, ist das gar kein Problem. So. Dann gehen wir von hier ab. Steigung zu groß, Steigung zu groß, Steigung zu groß, da ging's. So. Oh Gott. Ne, das wird nicht aussehen. Wissen wir jetzt halt von hier. Das passt auch nicht. Dass hier überhaupt so einigermaßen funktioniert, ist schon krass. Echt zu hoch. Mega krass. Müssen wir hier tiefer gehen. Bin zu hoch, das haut nicht hin. Kling. Mal wegmachen den ganzen Schreiß. So. Wir müssen halt hier tiefer. Nee, ich möchte hier bitte wieder aufs Bodenniveau. So. Wird es hier schon zu tief? Nö. Das ist nur der. Der Weg hier. Der alte. So, dann geht's von hier ab. Direkt da drauf. Und von da direkt da drauf. Ja, perfekt. Sehr gut. Und von den Gleisen. Jetzt kommen wir. Da. Kommen wir dann rein theoretisch auch da drauf. Perfekt. So, das gefällt doch schon mal ganz gut. Und hiermit fahren wir jetzt weiter bis auf die Strecke hier hinten. Da. Zack. Das gefällt mir richtig gut.
So, wir haben hier jetzt ein weiteres Ausfahrtssignal. Da sind wir heute schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ausfahrtssignal. Erkennsignale. Hm? Ich dann jetzt hier hin. Hier hin, 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 hier hin. Hier und hier. Und nochmal da eins hin. So. Und so können wir jetzt von hier, hier durchfahren. Hier rein wenden und dann rückwärts hier wieder rein. Oder halt in eins von den vier Gleisen halten. Weil von denen hier hinten komme ich jetzt nicht in meinen wieder Schuppenbahnhof rein. Na gut, aber das ist ja nicht schlimm. Da kann man ja durchfahren und das dann so regeln. Und mit den anderen Gleisen halt komme ich ja hier in jedes Gleis rein. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Ich würde mal sagen, das ist schon mal eine lustige weitere Strecke. Und ja, wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.